nesta semana tem sido fundamental aquilo que eles aqui levam para os casamentos. Hoje, e serão três tempos, porque o programa será distribuído, e seguidamente haverá um intervalo de sensivelmente 10 minutos, para apenas alterarmos aqui o cenário, retirando as posições de produção, a orquestra também ficará reduzida para executar a missa de forma cultural. Portanto, sejam todos muito bem-vindos. Gostam e desejo a todos um bom dia.
einiges gehört, also ich vergesse das auch. Ja, klar. Ich will das Programm auf jeden Fall aufheben, vielleicht will der Helmut mal was davon machen. Das hat ja auch schon was hergemacht. Ja, aber immer so noch was. Ja, ich meine, so eine Kirche. Das ist klar. Wie viele Leute? Ja, ich meine, da bringt halt jeder so eine Konferenz mit. Thank you.
auch mal Fernsehsport ein halbes Jahr, dann wird gesagt, das ist eine Abhängigkeit. Halbes Jahr. Und dann hat sie, nee, das ist ja Geräusch. Das ist aber mein Fernsehsport. Und dann, was hat er gemacht? Dann habe ich einen Einlagen, seitdem frage ich ja nur noch, für die Schuhe, weil dann komme ich nichts. Und mit Einlagen und Massage, die Patricia macht, ab und zu Massage mit Stellen. Einer von den Gitarristen hieß Letao, das heißt das kleine Schwanberg. Siehst du? Kinder. Ich bin nämlich das überlegen, ob wir hier nicht auch ein Haus ausgeben mal. Zu legen. Wenn du Santiago besser fandst, auf jeden Fall finde ich den von den vier, die da sind, ist für mich der der Beste. Denn der Chalera ist einer, der hauptsächlich gerne gemacht hat. Dann noch der der ist total bescheuert, der hat wohl ja damals die Familiengeschichte an ihr prostituiert und ihn nach Hause geschickt mit den Spielen. Das war wirklich kritisch. Und die Frau, Familie, verschreibt immer gerne ganz viel von der sofort. Irgendwas. Ich hab mal Bett und Schuss. Das ist auch nicht der Weg. Boah, sind sie alle wahrscheinlich. Und Santiago ist halt auch sehr demotiviert natürlich ein bisschen, weil er seit über einem Jahr versucht, auf die Algarve zu kommen. Der kriegt keinen Pass. Weil er wieder selber wir reden über alles. Wir haben wirklich Zeit. Der kommt tatsächlich. Er ist neu, als letzter neu gekommen. Und all die drei sind ewig lange hier. Und die haben, sind so die Reviermenschen. Ja, und er ist tatsächlich wieder. Und er ist wieder dazugekommen. Und den haben sie dann hierher versetzt oder wieder. Das ist richtig krass. Muss ich mal fragen. Das wäre mal ganz spannend zu wissen, wie das funktioniert. Hier nie von den anderen Ärzten aus. Er hat mir erzählt, die anderen Ärzte haben ihn nicht einmal privat eingeladen. Also es gibt überhaupt keine Bemühungen, den zu integrieren. Das ist doch blöd. Richtig schlimm, deswegen wollte der wieder weg. Oh, das wäre schade, ich habe die Karte auf die Gebühren. Ja. Jetzt ist er doch noch dabei. Er wollte eigentlich zu Blasen geschrieben. Also das heißt, der ist nicht mehr lange wahrscheinlich. Er ist jetzt schon über ein Jahr hier, das muss ich gar nicht damit berechnen. Das kann doch 3 Jahre dauern. Natürlich wird er dann immer frustriert, das ist auch nicht gut für den Patienten. Ach, das müssen wir nicht von der Familie, das müssen wir doch die Patienten wieder schauen. Nee, nicht unbedingt. Hat ja auch eine gewisse Verantwortung. Geh mal wieder auf meinen Patienten.
vamos mostrar primeiro a iniciação da parte do concerto. Eu só gostaria, antes de iniciar, de voltar a falar no meio dos andamentos, dizer-vos o seguinte: este é um trabalho difícil. Foi uma experiência muito interessante para o grupo Novos Pais de Vinho, ensaiar o início desta dimensão, uma sala de dificuldade, uma muito difícil, mas para o Portugal, um dia que nos portava muito difícil, tornou-se um desafio bastante importante. E este trabalho foi possível também com o apoio de algumas pessoas que me ajudaram. Só foi possível alcançar-se aquilo que hoje irá acontecer aqui, com o apoio de outras pessoas que me ajudaram a ensaiar os vários anos. Portanto, essas pessoas foram a professora Catarina Rajão, a professora Santa Catarina, o professor Luís, que não está cá, que teve que se colocar a Lisboa, e a própria. Portanto, tudo isto, este trabalho que foi montado em cerca de um pouco mais de 3 meses, só foi possível com o apoio dessas pessoas, porque efetivamente é um trabalho muito difícil. Para um pôr que ensaia uma vez por semana. O resultado final com a orquestra, tivemos 2 ensaios com a orquestra, e portanto aquilo que se vai passar aqui hoje é o resultado de tudo isso, todo esse trabalho. Quando não é um trabalho minucioso, não houve essa oportunidade, o que é certo é que vamos fazê-lo com a maior dignidade que sabemos e é com muito gosto que vos oferecemos hoje esta missa breves de Jacob Teatro. Thank you.
E vamos terminar com o Agnus Dei. Antes disso, gostaria apenas que os maestros se levantassem. O maestro Natal Azevedo, o maestro Pedro Santos. Este trabalho só foi possível com a colaboração deles, com a colaboração também dos músicos, e aqui está, com as condições muito difíceis, muito calor, extremo calor, mas espero que tenham gostado. A todos, uma muito boa noite. Amanhã teremos um concerto, assim só, da Orquestra Académica Juvenil, às 9 horas também, portanto convido-vos todos a estarem presentes, pois será um interpretar todos os temas, alguns que aqui foram interpretados e outros. Portanto, estão todos convidados a compartilhar amanhã. Muito boa noite a todos.